Spieltag. Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Allgemeine Sportwetten-Tipps und konkrete Wetttipps kostenlos per E-Mail. Jetzt eintragen auf xbet.tipps. Viel Spaß mit den xbet-Tipps von Chris Custodian und Radek Vegas. Yeah! Fünfter Spieltag Champions League war ja irgendwie komplett nicht vorhersehbar. Die Bundesliga am Anfang auch immer sehr schwierig. Jetzt kommen wir langsam mal in Fahrt hoffentlich. Der vierte Spieltag war schon einigermaßen gut. Zweimal waren die Wetten richtig bei Zweierquoten. Einmal immerhin nur die Hälfte des Einsatzes verloren und einmal, naja, haben uns die Mainzer in letzter Sekunde den Jackpot mit der X-Bet gekostet und damit, ja, ein ansehnlicher Gewinn und ein kleines Plus nach hier 20 Picks und 4 Spieltagen. Weiter geht's, fünfter Spieltag. Schalke gegen Mainz am Freitag. Ganz genau, und alles, was kein Verlust ist, ist ein Gewinn, und das ist ja unser generelles Motto, mit dem wir gestartet sind. Gewonnen hat Schalke auch 13 Bundesliga-Hinrundenspiele gegen Mainz, also alle 13. Mainz ist auswärts schwach, und das führt uns auch zum Tipp Nummer 1. Der Wagner, der hat bei Mainz gespielt, ich glaube irgendwo in den 90ern. Jetzt Trainer auf Schalke und in den letzten zwei Spieltagen wirklich erfolgreich. Ich sage, der macht den Hattrick und holt nochmal 3 Punkte daheim. Sicher gut, sicherlich eine gute Quote auf Schalke 04 und ja, reine Siegwette. Mit der Quote von 1,6 ist dir das wert, hier auf Schalke zu gehen? Definitiv. Okay, ich trage es mal ein, würde aber bei der Quote wirklich nicht drauf wetten, auch wenn ich auch überzeugt bin, dass hier durchaus ein Sieg der Schalke im Bereich des Möglichen liegt. Aber die Quote ist mir zu niedrig. Bei Freiburg gegen Augsburg hingegen ist mir die Quote von 4,0 auf Augsburg gerade recht. Und Leute, die uns öfter verfolgen, werden jetzt sagen, ja, was hat der mit seinen bescheuerten Augsburgern? Die sind doch nichts wert. Aber man muss das halt immer in Relation mit der Quote sehen. Und ich denke mir einfach, die Augsburger sind Underachiever und die Freiburger sind Overperformer. Das heißt, die Freiburger sind ja aktuell Tabellendritter. Da gehören die nicht wirklich hin, oder? Und die Augsburger sind 14. Okay, da gehören die vielleicht schon hin. Allerdings haben die einen Kader, der eigentlich für zumindest das Mittelfeld gut sein sollte, meiner Meinung nach. Wenn man hier auf die Spieler schaut, Finn Bogason, wenn der fit ist, Ruben Vargas hat 3 Saisontore, Marco Richter, U21-Nationalspieler, starke U21-Länderspiele gemacht. Jett weit in der Abwehr, Philipp Marx, angehender Nationalspieler. Also das sind schon gute Leute bei Augsburg. Und wie gesagt, die Freiburger, die sind schon stark, auch zu Hause vor allem. Aber ich denke, bei dieser Quote hier könnte es mal an der Zeit sein, dass Freiburg die Realität einholt. Eine Asian Handicap-Wette mit plus 0,5 auf Augsburg gibt eine Zweierquote. Hier sehen wir es. Und deswegen hier eine Wette auf die Augsburger. Und die Strategie der Überperformance der Freiburger und der Underperformance der Augsburger bisher, die sich hier jetzt dann ausgleichen wird. Sorry. Ja, was ich bei dem Spiel mega interessant finde, wenn ich das noch dazu sagen darf, man sieht, wie interessant die Asian Handicap-Tipps sind, denn Asian Handicap plus 0,5 bedeutet ja letztendlich, dass man die Wette gewinnt, wenn Augsburg unentschieden spielt oder gewinnt. Würde man jetzt auf X2 setzen, also auf das gleiche Ergebnis, dann kriegt man nur eine 1,8-Quote. Also schon verrückt. Das nächste Spiel, du hast es schon angeklickt, ist der FC Bayern München gegen den 1. FC Köln. Absoluter Klassiker. Früher hat man immer so das Gefühl gehabt, dass die Bayern vor allem am Wiesn-Wochenenden-Start sehr, sehr stark sind. Letztes Jahr haben sie nicht gewonnen. Köln wird sich hinten reinstellen. Da kann man sich sicher sein, die Quote, ich glaube eine plus 20 auf Köln, Bayern lächerliche 1,1. Wetter wird gut werden, wie gesagt, Wiesenanstich, das wird das Spannendste sein in München an diesem Samstag. Und dieses Spiel werden die Bayern irgendwie gewinnen, haben gegen Roter Stern Belgrad sicherlich nicht schlecht gespielt, Köln ist eine Nummer besser, aber die Handicap-Quoten sind nicht interessant genug, von daher keine Wette von unsererseits. Mhm.
Das stimmt. Klar könnte man davon ausgehen, wenn die Kölner jetzt hier ähnlich stark spielen wie gegen Dortmund, dass sie es schaffen, hier im Handicap zu bleiben und nur mit 2 Toren Unterschied verlieren oder vielleicht sogar nur mit einem. Eine Überraschung traut man den Kölnern. Ja. Wahrscheinlich nicht so. Dafür waren die Bayern in den letzten Spielen auch zu stark, hätten auch gegen Leipzig gewinnen können. Und in der Champions League, ja, haben sie Belgrad hergespielt und Ähnliches könnte natürlich den Kölnern auch drohen. Von daher, ja, schwer zu sagen. Leverkusen gegen Union Berlin, das ist ja so eine Sache, gell? Die Leverkusener, da denkst du dir, die sind oben angekommen. Dann spielen die gegen Hoffenheim, haben sage und schreibe 19 Ecken, schaffen es nicht, aus den ganzen Chancen und Torschüssen ein Tor zu machen. Dann spielen sie gegen Dortmund, verlieren 4:0. Wieder kein Tor, zweimal in Folge, trotz dieser überragenden Offensive, die die Leverkusener ja auch haben, mit jetzt hier Volland, Bailey, Demirbay, Havertz und Bellarabi, das sind schon echt Top-Jungs und auch Arangis dahinter. Ja, dass die zweimal in Folge ohne Tor geblieben sind, das ist eine Sensation. Wird ihnen gegen Union Berlin höchstwahrscheinlich nicht passieren. Aber ich habe mir die Union auch ein bisschen besser und genauer angeschaut. Und muss sagen, von den drei Aufsteigern, ich weiß, wir haben Paderborn ein bisschen gehypt und die Berliner, die haben natürlich gegen Dortmund gewonnen, aber von den drei Aufsteigern präsentieren die sich nicht nur in der Tabelle bisher am besten. Die haben gegen Dortmund gewonnen, aber die haben auch in den anderen Spielen stark gespielt und das zeigt sich jetzt nicht nur an den Ergebnissen, sondern auch an den statistischen Werten, die dahinter stehen. Ein 1-1 gegen Augsburg, da waren sie fast die bessere Mannschaft, haben dann eine rote Karte gekriegt. Und gut, gegen Leipzig, da können sie mal verlieren. Das ist kein Beinbruch. Also ich denke, die werden es den Leverkusenern schwer machen. Aber nichtsdestotrotz werden die Leverkusener ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Müssen sie auch, sonst ist natürlich der Teufel los, wenn sie da auch verlieren, nachdem sie auch in der Champions League gegen Lok Moskau verloren haben. Trotz Unterstützung von Benedikt Kövedes, Eigentor. Ja, dachte ich mir auch erst, was, Salvinch, wann spielt der in Leverkusen? Wäre vielleicht einer, der denen vielleicht weiterhelfen könnte. Aber gut, sie müssen mit dem auskommen, was sie haben. Und von daher glaube ich, dass die Unioner auf jeden Fall für ein Tor gut sind, auch in Leverkusen. Leider gibt es hier keine gute Quote auf über 2,5 Tore und über 3,5 halte ich jetzt schon fast für ein bisschen zu viel. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass Union sogar im Handicap von 1,5 bleibt, wenn ihnen nicht sogar ein Punktgewinn gewinnt. Oh, jetzt lehne ich mich aber weiter aus dem Fenster. Ich finde jedenfalls hier die hohe Favoritenrolle für Leverkusen gerade aufgrund der letzten beiden Spiele nicht gerechtfertigt. Andererseits kann es natürlich auch sein, dass die ähnlich zurückschlagen, wie es die Dortmunder nach dem Sieg nach der Niederlage gegen Union gemacht haben, eben gegen Leverkusen, und könnten die jetzt nach der Niederlage gegen Dortmund gegen Union zurückschlagen, wenn ihr noch folgen könnt. Aber es ist trotzdem hier von den Quoten her zu unattraktiv drauf zu setzen. Die längste No-Bet-Rede der Geschichte. Sorry dafür. Ja, kein Ding. Ich würde dafür jetzt ein bisschen aufs Gaspedal drücken, damit es hier kein Halbstünder wird. Hertha gegen Paderborn. Paderborn, du hast es gerade gesagt, schon ein bisschen gehypt worden. Hertha nach einem guten Auftakt gegen den FC Bayern München, zumindest vom Ergebnis her, jetzt letztendlich Tabellenletzter. Das ist das nächste Spiel. Ich glaube, es hat es jetzt schon zweimal gegeben in der Saison, dass der Tabellenletzte gegen den Tabellenvorletzten spielt. Ich würde tatsächlich hier auf die Hertha gehen. Ich glaube, die sind jetzt mal für den ersten Sieg fällig. Paderborn muss noch ein bisschen drauf warten. Und dann lass uns auch mal kurz die Quoten anschauen, ob wir uns auf eine Wette einigen können. 1,7 für die Hertha Heimsieg. Tendenziell eigentlich ganz gut, aber für den Tabellenletzten dann irgendwie ein bisschen übertrieben. Ja, aber wenn du sagst, locken wir es ein. Wenn du sagst, nö, die Herthaner, die Hauptstädter, die brauchen noch eine Woche, dann loggen wir es nicht ein. Nö, die Herthaner, die Hauptstädter, die brauchen noch eine Woche, wir loggen es nicht ein. No bet. Bremen gegen Leipzig. Da hast du eine Wette am Start, deswegen lasse ich dich hier einfach mal gentlemanhafterweise weitermachen. Sehr süß von dir. Also, Bremen, jetzt endlich kommen wieder die Sprüche mit der Frage nach unserer Einstellung. Aber gut, das ist ja kein Geheimnis, dass wir seit 30 Jahren Partner sind.
Ganz genau. Auf jeden Fall Bremen, die beste seit Kindergarten. Ja, doch, 30 Jahre. Vielleicht sogar ein bisschen länger. Wer weiß das schon so genau? Auf jeden Fall, Bremen ist ja genau mein Team. Die sind jetzt sehr, sehr verletzungsgebeutelt, haben wichtige Punkte gegen Augsburg geholt, gegen Union Berlin. Jetzt kommt RB Leipzig, die haben in der Champions League gewonnen. Die werden gegen Bremen anrennen und das Spiel gewinnen. Ich glaube, aufgrund der verletzungsbedingten Misere bei den Werderanern werden die in der zweiten Halbzeit einbrechen. Und deshalb ist hier meine wirklich Lieblingswette. Über 1,5 Tore in der zweiten Halbzeit gibt eine Quote von 1,66 bis 1,7. Mhm, okay. Das ist ja dein neues Ding, die über 1,5 Tore in der zweiten Halbzeit. Ich teste auf jeden Fall. Aber ich glaube, hier ist das ein gutes Ding, weil Bremen ist natürlich auch immer für ein Tor gut, vor allem daheim. Ich glaube aber wirklich, dass die nach 60 Minuten die Luft ausgeht und Leipzig locker 2 schießt und Bremen vielleicht auch. Also ich bin Fan von dieser Wette. Ja, und selbst wenn diese Argumentation jetzt nicht sinnvoll oder stimmen sollte, ist es immer noch im Bereich des Möglichen, dass in Bremen einfach 2 Tore in der zweiten Halbzeit fallen, für wen auch immer und wie auch immer, weil da fallen halt auch mal gerne Tore. You name it. Deswegen, ja, bin ich dabei. Gladbach gegen Düsseldorf. Die Gladbacher, im Moment, in dem wir hier diese Sendung aufzeichnen, spielen die Gladbacher ja zu Hause in der Europa League gegen eine Mannschaft aus Österreich, von denen noch nie jemand gehört hat, außer die Mütter der Spieler, die für diesen Verein spielen. Und von daher sind sie 2-0 hinten gewesen. Ist das noch ein aktueller Spielstand? Ich schaue gerade, vorhin war es 3-0. Oh ja, stimmt, 3-0 sogar. Und da wundere ich mich schon, ja, was da los ist mit den Gladbachern. Die sind auch natürlich ersatzgeschwächt. Haben am vergangenen Wochenende mit Mühe und Not gegen die Kölner 1-0 gewonnen und müssen jetzt zu Hause dann wieder ran gegen Düsseldorf. Die haben irgendwie einen Heimkomplex, die Gladbacher, denn die haben so viele Spiele zu Hause in Folge schon nicht gewonnen. Auch mit dem neuen Trainer ist es nicht besser geworden. Müssen wir uns kurz anschauen, hier Heimspiele der Gladbacher in der Bundesliga. Sieht man zumindest die letzten 5 Spiele ligaübergreifend keinen Sieg und auch in der Saison okay gegen Schalke 0-0 und gegen Leipzig 1-3 kann man verlieren, da waren sie auch gar nicht schlecht, aber man kann sich halt dann am Ende nichts kaufen für eine Niederlage, auch wenn man gut war. Und jetzt kommt eben die Fortuna, die immer so eine ganz schwer zu spielende Mannschaft ist, die auch jetzt am letzten Spieltag erst wieder, man weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber den Wölfen, den überstarken Wölfen ein 1-1 abgetrotzt haben. Ja. Und allgemein, wenn Gladbach in der Europa League jetzt verliert und auf den Deckel bekommt, gibt es dann eine Reaktion in der Bundesliga oder sind sie eben, hier sehen wir es, das 3-0, so von der Rolle, dass sie ihre Heimschwäche auch in der Bundesliga weiter zeigen und dann ein Opfer sind oder zumindest von der Quote her eigentlich ein prädestinierter Fall, dass wir wieder auf unsere Fortunen gehen. Fortuna plus 1 würde eine Quote von 1,89 geben. Was sagst du dazu? Schwer zu sagen, weil wer weiß, vielleicht passiert jetzt in den nächsten 20 Minuten noch das Wunder von Gladbach, dann gewinnen sie 4-3. Aber dann sind sie auch erschöpft. Vorzeichen, aber dann sind sie vielleicht ziemlich angegeilt. Also okay. Düsseldorf hat uns ehrlich gesagt in Frankfurt schon ein bisschen enttäuscht. Bin nicht dafür. Okay, dann leider eine No-Bet. Sorry. Ja, ich werde es dir dann aber unter die Nase reiben, natürlich, wenn es dann anders ausgeht. Ansonsten war es natürlich eine super Entscheidung. Danke. Mein letzter Tipp heute auf, oder besser gesagt am Sonntag, geht auf Dortmund, liegt an 2-3 Sachen. Erstens, Frankfurt noch nicht auf dem Niveau der letzten Saison. Zweitens, Doppelbelastung. Drittens, gegen Arsenal auf den Sack bekommen. Viertens, jetzt mache ich noch weiter, Dortmund spielt unentschieden gegen Barcelona. Hätten sie gewinnen müssen eigentlich, wenn der Elfmeter reingegangen wäre und der Ter Stegen nicht unbedingt so einen guten Spieltag gehabt hätte. Dortmund hat Leverkusen abgefieselt und eigentlich bisher nur gegen Union Berlin ihren typischen Ausrutscher gehabt. Mir gefällt einfach die Quote von 1,72 auf den BVB. Wenn man so eine Quote bekommt, kann man das mal riskieren, macht man nichts falsch. Normalerweise würde ich die vom eigenen Empfinden so bei 1,4, 1,5 sehen und ohne jetzt lang auszuholen, sieht man doch dann da ein Value aus meiner Sicht. Also auf Dortmund würde ich ganz gern gehen.
Ja, jetzt habe ich ja leider nicht mehr die Möglichkeit, dass wir hier die Asian Handicap-Quoten sehen, außer halt die Asian Handicap minus 0,75. Aber ich würde sogar so weit gehen und sagen, Dortmund gewinnt mindestens mit 2 Toren Vorsprung gegen die Frankfurter, da diese erstens in der Euroleague gespielt haben, wie du gesagt hast, und zweitens Dortmund einfach die wesentlich bessere Mannschaft ist. Also letztes Jahr Frankfurt top, dieses Jahr auch bisher gut gespielt, deswegen die Quoten einigermaßen weit oben. Aber ich denke, das wird sich jetzt gerade auch, wie es gezeigt hat, nach dem Arsenal-Spiel doch ein bisschen relativieren, die Frankfurter Form. Und da ist Dortmund genau an der richtigen Stelle jetzt da. Und diese Quote ist wirklich ein Geschenk von 1,7 auf Dortmund. Die muss man mitnehmen. Und ich würde sogar so weit gehen, wir haben ja eine 1,05 Einheiten Gewinn, dass wir unseren kompletten Gewinn zusätzlich auf die Dortmunder setzen, sodass wir jetzt hier nicht nachmachen zu Hause, statt einer Einheit 2,05 Einheiten setzen. Das verfälscht, weil hätten wir sowas vorher schon gemacht, dann hätte ich auf andere Spiele auch mehr gesetzt, wo ich mir ganz Ja, sicher nur du darfst das nicht. Das entscheide immer noch ich, auf was bin. gesetzt Weil du wird. die Tastatur in der Hand hast. Genau. Hey, ich würde jetzt sagen, ich gebe dir dafür für einen richtigen Klassiker die letzten Worte, weil ich glaube, heute überziehen wir mal ein bisschen im Vergleich zu unseren Vorhaben. Liegt auch daran, dass wir in einem super Redefluss sind. Also, der allseits beliebte und herausragende Primetime-Hit am Montagabend, Wolfsburg gegen Hoffenheim. Radek, deine letzten Worte. Hoffentlich nicht die letzten, aber für diese Sendung. Und das läuft auf eine Radex-Bet hinaus, eine klassische Unentschieden-Wette. Die Wolfsburger, ginge man nach den letzten Ergebnissen, wie es ja viele machen, dann müsst ihr aber mal schauen, wie aussagekräftig und profitabel solche Wetten auf die Ergebnisse der letzten paar Spiele auf die lange Sicht sind. Müsste man natürlich hier auf die Wolfsburger setzen, die ja hier in der Bundesliga zu Hause auch vor allem sehr stark sind und insgesamt auch in der Bundesliga saisonübergreifend seit 5 Spielen nicht verloren haben. Und die Hoffenheimer auf der anderen Seite viel Qualität verloren. Vor allem auch den Trainer, der einiges ausmacht, mit Nagelsmann, natürlich ein Top-Mann, nicht mehr an der Seitenlinie. Und Alfred Schröder muss da erst beweisen, dass er diese Qualitäten hat. Alles in allem Hoffenheim, bis auf den Sieg gegen Bremen, der sehr glücklich war, in der Saison noch nicht viel gezeigt. Auch das Unentschieden gegen Leverkusen war extrem glücklich. Von daher Hoffenheim bisher in der Saison wenig bis gar nichts wert. Wolfsburg sehr gut, aber jetzt auch im internationalen Geschäft im Einsatz. Von daher glaube ich, dass die am Montagabend auch nicht so die Power, Show abliefern werden. Und Hoffenheim von daher mal ein bisschen rankommt. Ich gehe hier auf ein Unentschieden, wie schon beim letzten Mal zwischen Mainz und Hertha. Nächster Versuch unentschieden auf Wolfsburg gegen Hoffenheim. Und wir bekommen dafür eine Quote von 3,6. Awesome. Yeah. Und damit sind wir durch. Insgesamt zähle ich heute sogar 1, 2, 3, 4, 5 Wetten, sonst waren es immer 4, aber 5. Spieltag, 5 Wetten. Wenn wir so weitermachen, dann haben wir irgendwann am 34. Spieltag 34 Wetten. Challenge accepted. Man wird sehen, wie es kommt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus. Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Allgemeine Sportwetten-Tipps und konkrete Wetttipps kostenlos per E-Mail jetzt eintragen auf xbet.